Kollektive Intelligenz muss etwas sein, was in sich plural organisiert ist und vor allen Dingen den Zweck hat, dass die verschiedenen Erfahrungen und Qualifikationen, die unterschiedliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei einer Filmproduktion haben, alle gleichmäßig oder auch an den richtigen Stellen voll auf das Gesamtprodukt Film, das da im Entstehen begriffen ist, einwirken können. Das Drehbuch als Top-Down-Organisationsmodell für diese Prozesse habe ich schon des Öfteren kritisiert. Nicht um zu sagen, wir brauchen gar kein Drehbuch oder wir brauchen nicht schreiben. Das Schreiben von Einzelnen und auch das nächtliche Schreiben von Einzelnen ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Filmproduktion. Da machen wir uns nichts vor. Wo kommen denn gute Dialoge her? Teilweise direkt aus der Wirklichkeit und aus Situationen, die man improvisierend sich erarbeitet. Teilweise ist es wunderbar, wenn man Dialoge sozusagen vorher aufgenommen hat und original mündliche Sprache mit ins Drehbuch rein transferieren kann. Das passiert übrigens sehr selten. Drittens gibt es aber auch natürlich die Freiheit des Schreibprozesses und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, am nächsten Morgen wiederzulesen, was man geschrieben hat. Autorschaft ist Relektüre. Es entsteht durch das eigene Bewerten dessen, was man vorher gemacht hat und erreicht eine Qualität, die man so spontan nicht immer herstellen kann. So, trotzdem, in der Art und Weise, wie es völlig überbetont worden ist und eben auch als Kontrollmedium eingesetzt wird, ist die Schriftform, das sagt Alexander Kluge so und zu Recht, finde ich, die Schriftform ist die schärfste Form der Zensur. Wenn wir diese Zensur umgehen wollen und freier und innovativ arbeiten wollen, dann kann die audiovisuelle Projektentwicklung ein wunderbarer Weg sein. Da gibt es sicher sehr verschiedene Formen. Wir haben bei dem Projekt Art Girls und Neue Natur Art Girls intern hier in diesem Studio begonnen mit der audiovisuellen Projektentwicklung, anknüpfend an die audiovisuelle Skizze, die wir vorher schon gemacht haben, und uns zunächst einmal mit dem Drehbuch auseinandergesetzt. Das Drehbuch war zu diesem Zeitpunkt, ich habe es schon mal erwähnt, 240 und dann irgendwann mal gekürzt auf 160 Seiten. Es war zu lang. Es enthielt aber ganz viele Dialoge, die sich teilweise auch beschreibend der Gesamterzählwelt dieses Films gewidmet haben. Und so haben wir uns eine Kombination ausgedacht aus Arbeit an diesem Drehbuch. Es wurde gelesen, so wie hier, vor Green. Also die Leute haben so ähnlich hier gesessen auf Stühlen und wir haben dann in verteilten Rollen das Drehbuch gelesen, aber die Darsteller und Darstellerinnen dabei vor diesem Greenscreen aufgenommen. Das war auch ein Castingprozess. Vorbildlich, Nikita. Damit hast du mich ermutigt. Schöne Aktion, Nikita Neufeld. Nikita Neufeld. Nikita Neufeld. Das war eine einfache Art, ein Casting zu organisieren, weil eine Rolle wurde auf diese Weise von verschiedenen möglichen Besetzungen gelesen. Das Team hat auch Passant 3 und Biosync 5 gelesen. Auf diese Weise hatten wir am Ende das gesamte Drehbuch vor Grün aufgenommen. Und es gibt tatsächlich auch eine erste Schnittfassung des Films, die darauf basiert, dass man diese Aufnahmen von vortragenden Schauspielern vollständig editiert hat und kam bei ungefähr 2,5 Stunden. Wirksame Kunst. Nur das zeigt die Art Gate. Dies ist ein mündlicher Vertrag zwischen mir, Nikita Neufeld und Peter Maturana in Vertretung der Artgate und vertretungsberechtigt für den Hauptsponsor der Artgate, der Firma Morphocraft. Die Artgate verpflichtet sich, 10.000 Euro binnen einer Woche auf mein Konto zu überweisen. Diese grüne Fassung war ganz interessant, weil sie schon mal eine erste Grundlage war und uns eben auch klar gemacht hat, wir müssen einen Teil dieser Szenen ersetzen. Ein Teil muss komprimiert werden. Das, was da, sagen wir mal, als 10 Minuten Dialog drin ist, das kann nur eine Animation werden. Das muss eine Animation, die einen fantastischen Vorfall zeigt, deutlich machen. Denn das Reden darüber oder das Verhandeln darüber, das stößt irgendwann an seine Grenzen. Das hat man an dieser Fassung auch gesehen. Wir haben in 4 Phasen geschnitten. Das ist eine zweite, beim innovativen Filmemachen sehr hilfreiche Methode, wenn man in Phasen dreht und schneidet. Allerdings muss man dann auch die Nerven haben zu sagen, das, was wir beim Schnitt gelernt haben, im Dialog mit dem Cutter, das strahlt jetzt zurück auf die weitere Entwicklung der Story. Und zwar nicht immer nur, wie geht's weiter, sondern was in dieser Erzählwelt realisieren wir, wie. Wird eine bestimmte Idee oder ein Vorgang oder ein Konflikt, der da unterwegs ist, wird der eine Animation, wird der ein Dialog,
Wird der eine Strecke, wo es nur ums Bild geht, oder wird der das Zitat eines Medienkunstwerkes? Wenn man sich diese Freiheit erhält, dann braucht man erstens Zeit, man hat aber zweitens die Möglichkeit, mit ungefähr einem Zehntel der Ressourcen, die normalerweise dafür eingesetzt werden, trotzdem einen Production Value für seinen Film zu erreichen, der diesen Film in den bestehenden Systemen, wenn man kreativ damit umgeht, marktgängig macht. Ich gehe mal kurz nach draußen. Bleib einfach weg. Ich geh jetzt mal kurz nach draußen. Bleib einfach weg. Keine Panik! Das ist Kunst! Den scheiß Baukran da! Der nervt mich schon seit 3 Jahren! Hau weg den Scheiß! Zum Brandenburger Tor! Oder wir müssen euch abschalten. Kunst darf nie abgeschaltet werden. Sei vernünftig, Fiona. Ich hab Angst. Stopp. Runterklettern. Bis ans Ziel. A la gloire. Also es lohnt sich sehr, diese verschiedenen Faktoren, die man bei einer audiovisuellen Projektentwicklung entdecken kann, auch anschließend noch bei der Produktion des Films eine Weile beweglich zu halten. Man muss aber viel Überzeugungsarbeit leisten, weil das ist genau die Art von Arbeit, die das bestehende Produktionssystem gar nicht mag. Es ist auch im Augenblick so, muss man sagen, wenn es nicht einen größeren Willen gibt, auch so zu arbeiten, dann können einzelne Produzenten das im Prinzip nicht leisten. Man muss dann irgendwie einen eigenen Produktionszusammenhang bilden oder wir mussten extra dafür eine eigene IFF Hamburg GmbH, ein Institut forschender Film, gründen, das weniger darauf ausgerichtet ist, dass der Produzent von dieser Arbeit auch leben können muss.